bin halt, ich habe schon 20 mal 16 Chunks habe ich schon durch und die restlichen 12 mal 16 Chunks, die muss ich halt noch machen. Aber da ich jetzt nicht mehr alles machen muss, sondern nur auf die Objekte achten muss, ist da halt so viel, geht das halt so viel schneller. Oh nee, Mist. Okay, dann ist das hier. Geht das hier so weiter? Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass in den Regionsdateien die ganzen Pferde und so weiter, die wurden gelöscht, die waren gar nicht mehr da. Ich habe dann extra nachgesehen auf den lokalen Dateien, die ich ursprünglich kopiert hatte auf dem Server. Da waren die noch da und auf dem Server nicht mehr. Dafür waren auf dem Server Creeper und sowas, die aber im ursprünglichen Ding nicht mehr da waren. Und dann dachte ich mir halt, ja Mist, die wurden halt gelöscht, die gibt's nicht mehr. Auch die Cheetah war weg. Vermute ich mal, ich habe sie nicht gefunden. Und deswegen habe ich einfach mal die Welt aus dem Server hier gelöscht. Also momentan gibt es sie gerade nicht mehr. Einfach nur, damit ich sie später dann wieder Stück für Stück nachmachen kann. Also zwei oder drei Dateien habe ich schon wieder drauf. Die waren halt nicht komplett voll, das waren halt so Dateien am Region am Rand. Und Stück für Stück mache ich die Welt jetzt wieder hin, aber diesmal wird halt alles drin sein. So. Jetzt muss ich dann nachsehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf der anderen Seite gemacht habe. Muss ich dann doch noch mal kurz runter. Also ich warte jetzt, ich muss da sowieso wieder zurück, weil die Spitzhacke fast kaputt ist und das ist die letzte, wir haben dann keine mehr. Aber da muss ich dann noch mal nachsehen, wie ich das genau drüben gemacht habe. Ich glaube nämlich nicht, dass ich schon das ganze Schloss umgegraben habe. Vier gehen noch. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, ich weiß, wie ich das gemacht habe. Ich werde die vier jetzt einfach hier irgendwo rausnehmen. Hier 1, 2, 3, 4. So. Genau. Und dann machen wir uns jetzt welche. Also Spitzhacken. Gehen wir hier oben. Ist schneller. Den könnte ich runterhauen. Machen wir also nicht. Nein, aber es wird jetzt dann funktionieren. Und sobald sie voll ist oder der Darius mal dabei ist und tatsächlich da hinten spielen will, dann zeige ich euch das. Ich hoffe, er kommt erst, wenn ich es fertig habe. Ansonsten, naja. Oder dass er sich erst ein Haus hier irgendwo bauen möchte. So, die sind fertig. Dann mache ich mir jetzt noch drei Spitzhacken. So, es würde sogar noch eine gehen, aber dann hätten wir hier zwei Reste. Das ist blöd. Nein, wir machen jetzt erstmal die drei. Oh, Mini! Ich hasse die Mini-Viecher. Rennt da plötzlich Mini. Oh nein, die Schuhe sind fast kaputt. Jetzt habe ich halt echt keinen Platz mehr. Das ist irgendwie blöd. Dann, nee, dann gehe ich jetzt schnell zurück und lege Netherrack ab. Ist, glaube ich, geschickter. Damit. Ja, passt.
Nee, aber die Datei, die ich jetzt noch. Ich habe übrigens gemerkt, es sind tatsächlich unglaublich viele Mob-Spawner da. Teilweise sogar direkt nebeneinander. Wobei ich gemerkt habe, viele davon sind einfach nur Cave-Spiders. Das heißt, da war wahrscheinlich irgendwo eine Mine und da sind halt sehr viele Cave-Spider Spawner gewesen. Also Höhlenspinnen-Spawner. So, die restlichen sind wahrscheinlich unten. Ja, Ronak folgt ihnen jetzt. Und läuft wieder zurück. Und jetzt läuft er wieder hierher zurück. Naja. So, ich glaube, wir hatten das von unten her gemacht. So. Oh, oh. Das waren sogar, glaube ich, jetzt 8. Nee, waren es nicht. So, zum Glück brennt die Tür nicht. Ich hatte jetzt echt Angst, dass die Tür wegbrennt. Ach, einer fehlt noch. Genau, weil dann kam ja plötzlich die Lava. Genau, das war's. Nee, oder? Zweimal? Zweimal hintereinander. Zum Glück mache ich das nicht nochmal weiter. 1, 2, 3 reicht. So. Das ist eine kleine Höhle. So, ich hoffe nur, wir fallen hier dann nirgends runter. Ich hoffe nur, wir fallen hier nirgends runter. Das wäre echt mies. So, dann hier auch noch. Dann geht's hier um die Ecke. Wobei wir bisher ja nirgendwo was gefunden haben. Und eigentlich jetzt hier sogar noch einen runter. Eigentlich jetzt hier noch einen runter sogar. So, das haben wir. Dann hier. Ah, und da. Blödes Mistviech. Er springt jetzt einfach da oben runter und erschreckt mich zu Tode. Aber so richtig zu Tode. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass einer runterkommt, aber nicht sofort. Und so schnell und so und dann, nee. Und dann haben wir auch noch gebrannt. Ich habe keine Ahnung, wieso wir gebrannt haben. 1, 2. Fünf, sechs, sieben, acht. Boah, ich, also ganz ehrlich, Minecraft ist ein ganz simples Spiel und es ist nicht mein Horrorspiel, aber es ist in vielerlei Hinsicht mehr Horror als so man, tausendmal mehr Horror als ein richtiges Horrorspiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kriegt man die Krise. Hier schon wieder Feuer irgendwo. Wieso haben wir eigentlich angefangen zu brennen? Hatte der ein verzaubertes Schwert mit Flamme drauf oder was?
höre hier Flammen in der Nähe. Es könnten die Fackeln tatsächlich sein, aber es hört sich nicht nach Fackeln an. So mehr, als würde hier irgendwas brennen halt. Also so Feuer auf Netherrack sein oder so. Als wäre da irgendwo eine Höhle. Naja, vielleicht ist da auch irgendwo eine Höhle. Eigentlich müssen wir demnächst ja auch mal unseren Gang nach unten, also der eigentlich nach unten führt, den wir uns vor dem Schloss damals nach runtergegraben hatten, als wir das erste Mal im Nether waren, müssen wir auch irgendwann mal finden. Drei noch. 1, 2, 3. So, letzte Spitzhacke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und das müsste... Ich glaube, die Hälfte haben wir jetzt ungefähr geschafft. Das heißt, wenn wir nachher nochmal zurückgehen müssen und noch mehr Spitzhacken machen müssen. Das heißt, ich hätte mir aus der Tempeltruhe gleich nochmal Bruchstein mitnehmen sollen. Mist. Muss ich da nochmal holen. Ein bisschen blöd. Aber nur ein bisschen. Was ich halt echt toll finde, hier unten, da scheint das der Netherrack dann irgendwie mit dem Netherrack unten verbunden zu sein und deswegen kein Loch zu sein. Das finde ich richtig toll. Ich meine, klar, irgendwo muss der Netherrack ja verbunden sein, denn wir haben ja uns ja auch einen Weg runtergegraben damals. Hat zwar einigermaßen gedauert, bis wir den dann gefunden haben, weil tatsächlich viele Löcher auch gefunden haben. Aber es ging. Und hier geht der Netherrack tatsächlich tiefer. Das finde ich schön. Da muss man nicht ganz so aufpassen. So, da hinten ist schon die Ecke. Aber ich glaube, die erreichen wir nicht mehr. Nein, einer noch. So, das war's. Dann brauche ich jetzt neue Spitzhacken. Da sind wir ungefähr. Das heißt, wir haben tatsächlich etwa die Hälfte geschafft. Ich dachte eigentlich, das würde reichen, aber nein, hat nicht. Gehen wir gleich hier. Na, Honak, du verjagst gerade keinen. Ist auch schön. Das ist irgendwo ein Schleim. Der ist wahrscheinlich oben. Mal eben nachsehen. Magma-Schleim ist es wert nachzusehen. Tatsache. Komm her, komm her. Ja, komm. Ist das blöd. Ist der jetzt runtergefallen oder war das nur ein Grafikbug? Der ist da runtergefallen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das muss sich ändern. Ich lasse die Tür extra offen. Damit ich das weiß. Aha, ich habe die Tür offen gelassen. Das war irgendwie zu weit. Sehr schön. Level 29, bald wieder 30. Hätte ich irgendwas zum Ablegen dabei? Nein. Ich habe auch da keine. Dann gehen wir doch mal zurück. Ich brauche sowieso wieder Bruchstein. Dann lohnt sich der Weg tatsächlich auch. Wir haben einen Fehler entdeckt. Wir brauchen dafür Steinziegel. Und den haben wir halt hier in der Tempeltruhe. Und wenn wir den Bruchstein brauchen, dann lohnt sich der Weg sogar ein bisschen mehr. So, also ein Bruchstein, ein Steinziegel. Dann kann das auch alles eins zurück. Und wir können auch gleich wieder alles ablegen. Das ist auch schön.
So. Ja, das war eigentlich alles. Die Truhe ist halt schon wieder voll. Aber wenn wir den Netherrack fertig haben, gehen wir nach Hause, denn ich möchte den gelben und schwarzen Teppich holen. Wir haben gelben und schwarzen Teppich. Ich weiß gar nicht, haben wir gelben und schwarzen Teppich? Ich glaube nicht. Du bist ja kein Problem. So, ich brauche 1, 2, 3. 3 sollten reichen. 1, 2, 3. Zack. Mein Gast. So, und jetzt reparieren wir das schnell. Irgendwo unter uns ist ein Gast. Also die waren immer unter uns. Dabei hätte ich immer schwören können, dass die über uns waren. Und diesen Fehler hier, der ist mir noch nie aufgefallen. Wieso nicht? Naja. Na? So, weiter geht's. Hier. Oder? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, dahin. So. Und dann kann das hier alles weg. Und obwohl der Gast hier immer noch irgendwo ist, ich sehe kein Loch. Aber irgendwo hier ist wohl wieder Leere. Naja. Wir graben einfach weiter. Und wir graben. Wir haben doch gar keinen Netherrack. Netherquarz gefunden, das wird mal Zeit. Wir haben Lava gefunden, sogar schon 2 oder 3 Mal. Eine Höhle, ja gut, eine ganz kleine Höhle hatten wir halt gefunden, die wir eigentlich schon 2 Mal ein bisschen kaputt gemacht haben. Vielleicht sogar schon 3 Mal. Und, aber sie war halt da. Aber Netherquarz haben wir noch gar keinen gefunden heute. Ah, da fängt dann auch die Treppe an. Na, ja, okay, bis hierher. Ja, ja, da ist halt die Treppe dann am Boden. Oh, das ist ein Zombie-Pigman. Ronak. Hä? Greif uns nicht an. Die Ronak angreifen? Die können Ronak gar nicht angreifen. Vier noch. 1, 2, 3, 4. Oder haben die wurden die von irgendwas anderem angegriffen, aus Versehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.